Freunde, wir haben verdammt viel zu bereden. Unter anderem werde ich bald dieses Studio verlassen. Aber mehr dazu mit vielen anderen Themen jetzt in den Channel News. Ich weiß, Mario Kart 8 kann ich nicht mehr spielen. Das verstehe ich, Bruder. Das verstehe ich vollkommen. Mario Kart 8 Deluxe kann ich nicht mehr schauen. Was kannst du nicht mehr schauen? Höchstens noch bei Hübi in den Channel News. Oh, da würde ich es auch gucken. Genau jetzt. Mario Kart 8 Deluxe bei Hübis YouTube-Channel jeden Sonntag, Samstag, Montag in den Channel News. Schaut an! Schön, dass ihr wieder da seid, Guys. Es ist mal wieder soweit. Ich habe mal wieder viele, viele Neuigkeiten, die ich euch erzählen will. Und da einfach jeder mir auf unterschiedlichen Social-Media-Seiten folgt und viele Dinge nicht mitbekommt, will ich einfach mal wieder alle wichtigen Neuigkeiten, jetzt habe ich gerade ehrenlos gerülpst, in dieses Video packen. Wir fangen an und zwar mit einem großen Streaming-Event, welches ich in zum Upload-Datum dieses Videos 7 Tagen machen will. Und zwar, um genau zu sein, am Samstag, den 20. April nächste Woche, möchte ich Lego City Undercover, ihr kennt es alle, ein großartiges Spiel, zu 100%, also alle 450 goldenen Steine und alle Charaktere, alle Missionen etc. etc. in einem Stream durchspielen. Dafür haben wir die letzten 2 Wochen auf Twitch sehr viel trainiert. Ich habe mal die Route mir so angeschaut. Ich habe mal die ganze Karte wieder kennengelernt. Das Ganze wird ein Stream, der voraussichtlich 20 Stunden im Schnitt gehen wird. Das wird großartig. Wir starten in der Früh um 9 und das Ganze wird dann irgendwann bis Sonntag früh 4, 5 Uhr vermutlich gehen. Also es wird fast ein 24er, vermute ich mal. Mein Ziel ist es, unter 20 Stunden zu schaffen. Mein Trainingsrun ging 23 Stunden, aber da hatten wir wirklich viele Pausen drin. Ich bin teilweise einfach aufs Klo gegangen im Run etc. Also, und wir haben auch ganz häufig den Weg nicht gefunden. Trotzdem, speichert euch im Kalender, Freunde. Nächsten Samstag, 20. April, ab 9 Uhr morgens spielen wir Lego City Undercover zu 100% in einem Stream durch. Ich habe das seit 2 oder 3 Jahren mir mittlerweile schon in den Kopf gesetzt und jetzt ist es soweit. Dann ein weiteres kleines Thema, was vielleicht einigen von euch schon hier auf YouTube aufgefallen ist. Unser Yui Clothing Shop hat sich verändert. Zum einen findet ihr jetzt einige Yui Clothing Produkte in meinem Kanal verlinkt. Also entweder unter jedem dieser Videos oder ich glaube auch, wenn ihr auf meinen Kanal geht und ganz bei den Infokarten zur Seite scrollt, findet ihr, glaube ich, auch so einen Reiter, der ist Shop. Also ihr könnt jetzt quasi direkt von YouTube in den Yui Clothing Shop steppen. Und das Ganze ist jetzt möglich, weil der Shop jetzt immer offen hat. Das ist jetzt seit einigen Wochen neu. Wir hatten davor den Shop ja immer nur für 1 Woche aufgehabt und dann haben wir quasi ihn wieder zugemacht bis zum nächsten Drop. Das heißt, er war nur 2 Mal pro Jahr online. Aber das haben wir jetzt geändert, denn wir haben so eine Art Essential-Kollektion rausgebracht. Also einfach Basic-Produkte, geile Jogginghosen, Hoodies, Shirts, Caps, Socken, einfach nur schlicht in schwarz und weiß mit schlichten Designs. Die werden jetzt immer, immer, immer verfügbar sein. Und teilweise noch Pieces aus alten Drops, die wir noch auf Lager hatten oder die Retour-Sendung waren, haben wir wieder frisch gemacht und jetzt nochmal zum Verkauf angeboten. Also, falls ihr jetzt irgendwann mal wieder was von Yui Clothing haben wollt, der Shop ist jetzt immer online auf yuiclothing.de. Und eine Kleinigkeit, die ich hier noch droppen kann, Ende April oder Anfang Mai, ne? Irgendwann innerhalb der nächsten 3, 4 Wochen, wird es einen neuen großartigen Drop geben. Es ist der Wahnsinn, was unsere Designer hier wieder rausgehauen haben. Heute für euch, am Samstag, ist das Shooting. I am Dr. Hübi. Also da bin ich gerade im Fotostudio. Guckt da gerne auf Instagram vorbei, da werde ich mit Sicherheit ein paar Eindrücke posten. Und die wird es dann natürlich auch im Yui Clothing Shop geben, aber die sind dann wieder zeitlich begrenzt. Also es werden nicht alle Produkte jetzt für immer drin bleiben, es wird immer noch die zeitlich limitierten Kollektionen geben. Also hier, verpasst das nicht, wenn ihr davon was haben wollt. Dann auch noch eine ganz kurze Info. Viele von euch kennen ja, glaube ich, mittlerweile mein Event Yuitopia. Das hatten wir letztes Jahr das erste Mal gemacht. Falls ihr nicht wisst, wovon ich rede, es gibt ein Yuitopia Aftermovie. Sucht einfach mal danach. Das ist, glaube ich, auch aktuell mein Kanal-Trailer. Und da haben wir dieses Jahr das gleiche Event wieder. Wir haben viel von letztem Jahr gelernt, wollen dieses Jahr viel verbessern. 1000 Leute laden wir wieder nach Augsburg ein und der Ticketverkauf dafür wird bald starten. Falls ihr eine Mail bekommen wollt, sobald der Ticketverkauf beginnt, geht jetzt am besten schon auf yuitopia.de. Da könnt ihr euch für eine Newsletter eintragen und sobald der Ticketverkauf beginnt, kriegt ihr da direkt eine Mail. Also ihr seid dann die Ersten, die es erfahren. Ich vermute, dass die Tickets verhältnismäßig schnell weg sein werden, weil letztes Jahr großartig war und mir ganz viele, die letztes Jahr da waren, schon gesagt haben, dass sie dieses Jahr kommen wollen und viele Leute, die letztes Jahr nicht konnten, wollen dieses Jahr auch kommen. Und obwohl wir über 1000 Tickets, beziehungsweise 1000 Tickets genau verkaufen, weil mehr dürfen nicht in den Gaskessel, wo wir das Ganze feiern, glaube ich, dass ihr euch beeilen solltet, sobald die Tickets online sind. Aber ich werde euch dann natürlich auch noch über Social Media und in Videoform darauf aufmerksam machen. Aber Yuitopia 2024
geht bald wieder los. Das Event ist am 13. Juli in Augsburg und der Ticketverkauf startet die nächsten Wochen. Also meldet euch auf jeden Fall auf utopia.de an, wenn ihr erfahren wollt, wann der Ticketverkauf losgeht. Sobald die 1000 Tickets weg sind, dürfen wir niemanden mehr einladen. Wenn wir mehr einladen würden, würde Papa Staat kommen und sagt, ihr habt zu viele eingeladen. Dann müssen wir Strafe zahlen. Und das wollen wir nicht. So, und dann eine kleine Story, die ich einfach mit euch teilen muss. Achtung, die wird ein bisschen ekelhaft. Aber das ist so eine skurrile Sache. Ich habe das Gefühl, ich muss das irgendwo auf YouTube verarbeiten. Folgende Story. Ich habe hier in meinem Studio, in dem ich aktuell noch bin, ein kleines Gartenstückchen vor meinem Studio. Nicht viel, einfach nur ein kleines Stückchen Rasen mit einer Hecke, die ich ab und zu pflegen muss. Der Garten ist eigentlich, also Garten in Anführungszeichen, ist eigentlich mehr Arbeit, als das er mir bringt, weil ich quasi nie da draußen bin. Aber es ist schön, ein bisschen Grün vor den Fenstern zu haben. So, jetzt habe ich letztens bei mir aus dem Fenster geguckt und sehe so in der Ecke meines Gartens so ein Pelzknäuel liegen. Und ich gucke mir das an, denke, hä, was ist das? Und ich hatte erst so ein ganz schlimmes Gefühl, weil hier auch in der Gegend häufiger mal einfach Katzen rumstreuen. Einfach irgendwelche Outdoor-Katzen halt von anderen Haushalten. Ich habe so, oh nee, scheiße, ist jetzt halt eine Katze gestorben oder so? Und dann bin ich rausgegangen und habe mir das so genauer angeschaut. Und ich war erst beruhigt, aber dann trotzdem schockiert. Also es war keine tote Katze, das hat mich sehr glücklich gemacht, aber es war ein toter Marder. Und ich hatte dann zu dem Zeitpunkt nichts dabei, um den wegzumachen und dachte mir dann so, ja, mache ich dann die Tage. Und am nächsten Tag kam dann mein Nachbar vorbei und hatte geklingelt. Ich kannte den bis dato nicht, der ist frisch eingezogen. Und der hat mich dann nochmal darauf hingewiesen, entschuldigen Sie, Herr Nachbar, in Ihrem Garten liegt ein toter Marder. Den würde ich mal wegmachen. Ich so, okay, alles gut. Also dafür bist du jetzt extra vorbeigekommen. Aber ich dachte mir, hey, ist vielleicht lieb gemeint. Falls er denkt, wir hätten es noch nicht gesehen, alles cool. So, dann im Laufe dieses Tages, ich habe noch mal ein bisschen Zeit verstreichen lassen, gehe ich dann also nach draußen. Ich habe so eine große Papiertüte mitgenommen und noch mal eine kleine Plastiktüte, damit ich den auch nicht direkt anfassen muss. Ne? Tote Tiere, schwierig. Und Achtung, jetzt wird es ein bisschen eklig, wenn ihr eklige Storys nicht so mögt. Es gibt ein bisschen vor. Ich habe dann die Tüte, die Papiertüte, so neben den toten Marder auf den Boden gelegt und wollte den da mit so einer Art Rechen, die ich bei mir im Garten habe, den da so quasi so draufrollen, um ihn dann so einzuwickeln und in den Müll zu werfen. So, ich lege meine Papiertüte da schön hin, nehme den Rechen, will den so rollen, ne, so anschieben und dann reißt der quasi auf, beziehungsweise die eine Hälfte des Marders rollt, die andere bleibt am Boden kleben und hunderte oder tausende Maden kommen aus diesem Kadaver raus. Ich habe noch nie etwas gesehen, was so disgusting war. Oh mein Gott. Ich glaube, das ist wirklich das Ekligste, was ich bisher real life gesehen habe. Da war auch teilweise der Schädel dieses Marders von dem Maden so angefressen, dass dann da der Knochen rausgeguckt hat. Das war so ein bisschen wie Two-Face aus Batman Dark Knight. Boah, und dann hat es auch noch natürlich gestunken. Ich bin erstmal zurückgegangen und ich muss erstmal durchatmen. Ich muss mich von diesem Anblick erholen. Und ich habe den dann mitsamt der Maden dann irgendwie auf diese, ich habe dann nochmal Plastikhandschuhe geholt, die ich nochmal extra angezogen habe, den dann so mit dem Papier so genommen und irgendwie einfach in ganz viele Tüten eingewickelt und jetzt einfach in Müll. Und ich kann nicht auf den Tag warten, wo die Müllabfuhr kommt und die Mülltonnen leert, damit dieses Vieh dieses Grundstück verlässt. Ach, es war echt widerlich. Und ich weiß, die Story hat absolut keinen Mehrwert, aber ich hatte das Gefühl, ich muss euch das erzählen. Dann etwas, ja, was dazu passt und einfach nochmal ein kleiner Reminder, weil viele von euch werden das schon wissen, deswegen halte ich mich kurz. Aber für alle, die es noch nicht wissen, ich habe einen sehr aktiven Zweitkanal, der heißt Hübschrauber und auf dem kommen täglich Gaming-Videos. Also vor allem Videos im Stile von alten Let's Plays. Da kommen 9 Videos die Woche. Montag bis Freitag, jeden Tag 18 Uhr und Samstag und Sonntag um 8 Uhr und um 18 Uhr. Also am Wochenende insgesamt 4 Videos. Und da spiele ich aktuell Resident Evil, Resident Evil Zero, um genau zu sein. Und ich wurde nämlich schon häufig gefragt, ob ich das gerne zocke. Also falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, es gibt ein Resident Evil Let's Play von mir jetzt auf meinem Zweitkanal. Und Poke Park 2 spielen wir aktuell auch dort. Und wie gesagt, dieser Kanal wird seit 3 Jahren circa täglich mit Let's Play Videos von mir gefüttert. Und bis heute haben viele noch nicht mitbekommen, dass er existiert. Deswegen an der Stelle einfach nochmal der Hinweis, Hübschrauber, mein Zweitkanal, hat mittlerweile auch schon über 50.000 Abonnenten, was wirklich cool ist. Täglich Let's Play Videos, falls ihr das nicht verpassen wollt, guckt da gerne vorbei. So, und bevor wir jetzt gleich dazu kommen, dass ich dieses Studio verlasse, auch noch eine kleine Sache an alle Stream-Fans. Ich bin ja jetzt schon seit einiger Zeit, um genau zu sein, glaube ich, seit einem Jahr jetzt dann, ich glaube April letztes Jahr,
bin ich komplett auf Twitch gewechselt. Da bin ich nämlich auch Partner geworden letztes Jahr. Und das habe ich dann einfach so als Anlass genommen zu sagen, okay, jetzt bin ich komplett auf Twitch unterwegs. Und ich habe mittlerweile feste Streaming-Zeiten, die jede Woche gelten. Ich bin nämlich Dienstag, Mittwoch und Donnerstag jeden Tag ab 16 Uhr auf Twitch live und dann immer so schon bis 22, 23 Uhr, manchmal auch bis Mitternacht. Also ich bin immer schon 6 bis 8 Stunden live und sonntags gehe ich immer schon mittags live um 12 Uhr. Das heißt, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag 16 Uhr und am Sonntag schon um 12 Uhr immer für 6 bis 8 Stunden. Und ja, falls ihr das nicht verpassen wollt, schaut gerne auf Twitch vorbei. Ich heiße einfach nur Hübi, so wie auch hier auf YouTube. Und ich dachte, ich teile es einfach nochmal mit dir. Der Streamplan ist auch nochmal in meinem Instagram verlinkt, ne? Im Community-Tab ist er, auf Twitter ist er. Also, dass ihr da einfach Bescheid wisst. Aber die Zeiten sind immer gleich. Und manchmal kommt sogar noch ein Samstagstream dazu. Das sind dann aber eher mal Special-Streams, wie zum Beispiel nächste Woche Lego City Undercover. Aber die festen Zeiten sind Dienstag, Mittwoch, Donnerstag und am Sonntag und da jeweils für 6 bis 8 Stunden. Einfach nur, dass ihr das auch hier nochmal gehört habt. So, und jetzt kommen wir zu der Thematik, die ich auch in den Titel geschrieben habe und die in den nächsten Wochen mein Leben stark verändern wird. Ich werde nämlich dieses Studio hier wieder verlassen. Kurz eine Backstory, warum ich wieder umziehe. Ursprünglich bin ich ja Anfang 22, also ist auch schon wieder gute 2 Jahre her, hier in dieses Studio gekommen, weil ich Wohnen und Arbeiten getrennt haben wollte. Also ich habe ja noch eine Wohnung, in die ich 2018 gezogen bin, die kennt ihr. Und ich habe ja erst dort gearbeitet, dann habe ich im Keller meiner Eltern gearbeitet, weil das Internet in meiner Wohnung irgendwann nicht mehr richtig funktioniert hat. Und dann habe ich aber irgendwann gesagt, ich will jetzt nicht permanent meinen Eltern irgendwie auf der Tasche liegen mit Stromkosten und permanent bei denen da von morgens bis abends arbeiten. Ne? Und dann habe ich mir hier dieses Studio gemietet. Und die Idee war, ne, ich habe einen getrennten Ort, an dem ich arbeiten kann. Und dann habe ich auch einen getrennten Ort, wo ich wohnen kann. Und dann habe ich Arbeiten und Wohnen getrennt. So, die Realität sieht jetzt aber folgendermaßen aus. Ich schlafe bei mir daheim und dann gehe ich ins Studio und bin hier quasi den ganzen Tag. Also ich koche hier auch, ich esse hier, ich lebe hier und abends gehe ich wieder nach Hause, schlafe da und komme wieder her. Also meine Wohnung ist quasi ungenutzt und dann ist es einfach dumm, doppelt Miete zu zahlen. Das kann man sich sparen. Und ja, dementsprechend war dann schon länger wieder mein Plan, okay, ich will eigentlich wieder wohnen und arbeiten in eine Wohnung legen. Die muss dann halt größer sein, dass ich zumindest genug Platz habe, dass ich ein eigenes Arbeitszimmer habe, ne, dass man vielleicht noch ein Gästezimmer hat, wenn Leute zu Besuch kommen. Einfach, dass ein bisschen, dass man einfach mehr Platz hat. Und ja, ich habe dann lange gesucht und ich habe jetzt tatsächlich eine Wohnung gefunden, ne? Und Anfang Mai ist hier der Umzug. Wo es hingeht und genaue Details kann und möchte ich jetzt noch nicht mit euch teilen, weil noch nicht alles 100% safe ist. Aber wenn es dann mal soweit ist, werdet ihr zumindest so ein grobes Gefühl bekommen, wo ich hingezogen bin. Aber ich möchte auch diesen Umzug jetzt wieder so ein bisschen als Chance nutzen, ne? Mich wieder so ein bisschen online zu privatisieren. Weil mittlerweile weiß, glaube ich, jeder, dass ich in Schwabmünchen wohne und ich bin auch absolut cool damit und ich habe auch noch gar keine negativen Erfahrungen damit gemacht, dass ich online meinen Wohnort geteilt habe, weil ich habe nicht die Straße oder sowas rausgehauen und einige haben ja auch schon gesagt, hey Hübi, man findet die Yui Clothing oder Yui Media Adresse online, was auch absolut kein Problem ist, das ist eine Geschäftsadresse, so da bin ich quasi nie. Dementsprechend habe ich da eigentlich noch keine negativen Erfahrungen gemacht, aber was nicht ist, kann ja noch sein. Und bevor irgendjemand da mal anfängt, mich in Schwabmünchen hier zu stalken oder im schlimmsten Fall meinen Eltern irgendwie auf den Sack zu gehen oder sonst was, in whatever, möchte ich jetzt auch diesen Umzug wieder ein bisschen dazu nutzen, mir wieder ein bisschen Privatsphäre zu holen. Ihr werdet schon noch grob mitbekommen, in welche Ecke Deutschlands es mich verschlägt, aber ich werde jetzt keine genaue Stadt oder irgendwie einen genauen Bereich mit euch teilen, weil ich auch gerne wieder hier ein bisschen mich, ja, einfach ein bisschen anonymisieren will im Internet. Man kennt sowieso sehr viel von mir, aber wenn man mal wieder die Chance hat, so ein bisschen Anonymität zurückzubekommen, gerade, glaube ich, als Person, die im öffentlichen Leben steht, dann sollte man die Chance nutzen. Für euch wird sich hoffentlich nicht viel ändern. Es wird schon so sein, dass ich in der Umzugswoche wahrscheinlich 1-2 Mal weniger streame, aber Videos werde ich für den Umzug komplett vorproduzieren. Also ich hoffe, dass ihr am Video-Upload-Rhythmus auf Haupt- und Zweitkanal eigentlich gar keinen Unterschied merkt. Es wird wahrscheinlich nur so sein, dass ich irgendwie am Tag vor dem Umzug und an vielleicht in 1-2 Tagen nach dem Umzug nicht streame. Aber ich werde eigentlich mein ganzes Studio hier schon mal so weit zusammenpacken und meine ganze Wohnung so weit zusammenpacken, dass das alles ready ist. Dieses Studio werde ich als allerletztes machen. Das heißt, ich werde von hier so lange arbeiten und so lange streamen, wie es geht. Und dann einmal alles zusammenpacken.
in meine neue Wohnung verschiffen und da dann auch so schnell wie möglich dieses Setup wieder aufbauen, dass ich da dann auch so schnell wie möglich wieder einsatzbereit bin. Also ihr werdet es wahrscheinlich hauptsächlich daran merken, dass vielleicht kurz mal ein, zwei Tage etwas weniger Streams kommen und sich dann natürlich, obviously, mein Streaming-Hintergrund ändert. Aber im Endeffekt, für euch wird sich nur der Hintergrund ändern, sonst bleibt alles gleich. Ja, ich bin sehr gespannt. Das wird ein großer, neuer Lebensabschnitt für mich. Ich verlasse meine Heimatstadt und ich ziehe in einen neuen Ort und ja, muss dann da auch neue soziale Kontakte knüpfen. Ich muss mir ein neues Fitnessstudio suchen. Ich muss schauen, was man da so machen kann. Und es wird ganz, ganz aufregend. Ich werde mit Sicherheit viel zu berichten haben. Und dementsprechend freue ich mich schon auf Anfang Mai. Das wird ganz, ganz großartig. Und in dem Sinne, das war's, Freunde. Wenn ihr jetzt noch ein bisschen was gucken wollt, dann verlinke ich euch hier oben an der Stelle einfach mal noch ein altes Video von mir, in dem ich eine wunderbare Mario Odyssey Mod gespielt habe. Aber wie gesagt, das Video ist schon ein, zwei Jahre alt. Vielleicht kennt das gar nicht jeder von euch. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gern morgen um 12 Uhr auf Twitch vorbei, wenn wir wieder live sind. Und bleibt gesund, gut gelaunt und bis zum nächsten Mal. Ciao.